Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyblock an den anderen beiden Folgen direkt da dran. Und wir wollen in dieser Folge unser Haus bauen aus diesen Werten 24 Holz, wo wir erstmal die Hälfte nur nehmen. Und Stein natürlich. Nicht, hä? Wo ist unsere Axt da? Denn hieraus sollen wir dann, wollen wir erstmal die erste Plattform hier umbauen. Was ein bisschen schwierig geht. Wenn, okay, eigentlich ist es nicht so schwierig. So, und so. Und erstmal so. Dann sieht das schon mal einigermaßen gut aus. So. Ich verbaue erstmal mein ganzes Holz. Aber das ist mir egal, denn ich habe genug. Hahaha. Oder ist da hinten schon ein Baum gewachsen? Nein. Und Holz ist echt teuer für so einen Server. Den anderen Servern, wo ich immer gespielt habe, da war das so günstig. Jetzt ist das echt teuer. Dann ist das hier jetzt erstmal meine Hauptinsel sozusagen. Also diese Ruhr hier. Die anderen haben noch gar nichts. Da fließt das Wasser runter, aber trotzdem hat er noch gar nichts. Sollen wir hier noch zwei nach da bauen? Ja, komm. Der Optik. Shit, wir haben nicht genug. Da müssen wir uns ein bisschen noch snacken. Autsch. Shit, leck. So, dann nehmen wir nochmal hier die vier Stück. Das reicht dann eigentlich. Dann machen wir uns schon mal Kohle, weil wir wollen ja hier ein bisschen schön haben mit Fackeln und so. Ich glaube, hier spawnen gar keine Monster, leider. Sonst würde ich eine schöne Monsterfalle bauen. Stimmt, das wäre ja noch richtig geil, wenn hier Monster spawnen würden. So. So, dann haben wir hier schon mal so einen Eingang und dann ist hier schon mal so eine Plattform, wo ich dann schon mal was draufbauen kann. Wir haben auch noch keine Tiere. Tiere kann man sich, glaube ich, entweder kaufen oder muss man auf so einer glatten Grasfläche machen. Schöne Bogenweide, schöne Bogenweide. Spielen Schach den ganzen Tag machen, das was man mal sagt. Okay, wir warten jetzt mal kurz, bis die Fackeln dann. Denn dann machen wir weiter mit unserem Hausbau. Ich nehme mal hiervon die. Ja, okay, das lohnt sich eigentlich nicht, aber ich baue die schon mal da oben hin, weil hier ist ja dieser Weg. Der hört dann hier auf, weil ich das vergessen, weil ich das noch nicht weiter gebaut habe. So. Kann man hier einfach in das Wasser reinspringen. Zwei Holzkohle. Okay, da habe ich schon mal ein paar Fackeln. So, so. Und dann haben wir 12 Fackeln, die wir verteilen können. Obwohl, habe ich Helligkeit auf ganz hell. Das will ich mich eigentlich nicht. Helligkeit machen wir mal auf 50 oder so. Ja, so viel dunkler. Jo, ich dachte, ich fahre jetzt runter. Wo bauen wir denn die Fackeln mal hin? So. 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 Oh doch, hier gibt's Monster. Hier gibt's Monster. Oh shit, 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 shit. Fuck, 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 Creeper in meinem Haus. Creeper in meinem Haus und ich habe nur eine Axt. Nein. Lol, der macht nichts kaputt. Yo. Alter, Creeper. Und ich mach einfach. Okay, ich muss da oben schnell ausleuchten. Es kommen da zu viele Monster für mich. Hallo? Was ist das denn für eine Verarsche? Ich dachte, hier gibt's keine Monster. Wahrscheinlich doch. Dann mache ich hier mal auch ein paar Fackeln hin und ich töte mich einfach selber, weil ich die ganze Zeit hier runterspringe. Das macht das natürlich viel spannender, als ich gedacht habe. Schöne Bogenweide. Schwarzeichensetzling, die verstehe ich nicht, weil da habe ich schon 10 Knochen mal reingeballert und trotzdem ist der nicht gewachsen. Das muss ich mal googeln. Was kann ich denn jetzt noch bauen? Ich könnte noch ein bisschen Stein gebrauchen, damit ich meine Plattform erstmal ein bisschen weiter ausbauen kann.
Und ein Obsidian-Portal wäre irgendwann mal schön. Alter. Wo ist der ganze Stein hin da? Vier Stück. Das leckt manchmal ein bisschen, das mag ich an dem Server nicht, aber sonst ist er eigentlich ganz geil. Oh, Kickman. Aber war gut, ist auch noch drauf. Es sind nur drei Leute auf dem Server, obwohl es jetzt schon 7:28 Uhr ist. Jochoi. 7:28 Uhr, ja, so früh stehe ich immer auf. Oh, nein. Wenn ich jetzt in die Lava reingeknallt werde. Schöne Burg, Alter. Haben wir noch Steine in der Truhe? Ja, 5. Dann können wir die hier voll verwerten. Wir machen mal 24, wenn das reicht. Oder wir machen einfach die Spitzhacke kaputt. Alter. Alter. Jetzt kommt ein Zombie und tötet mich von hinten. Komisch, dass der Creeper nichts kaputt gemacht hat. Liegt das an den Half Steps? Ich glaube, das liegt an den Half Steps. Also ich mit den Half Steps wahrscheinlich so eine, ja, wie kann man das sagen, Barriere oder so aufgebaut habe. Und das, ich muss das mal gucken. Ich kenne das nicht so wirklich. Ich dachte, Creeper machen alles kaputt, aber ich muss aufpassen, dass sie dann nicht oben in meinem Haus kaputt gehen. Weil da würde das dann richtig schlimm sein, weil die dann da richtig kaputt machen können. So wertvolle Sachen wie Truhen, die ich dahin baue. Ja, okay, Truhen. Ich weiß ja nicht, was ich so erhalte, aber Truhen werden schon irgendwann gebraucht sein. Im Moment reicht mir noch diese ganz kleine Truhe. Irgendwann werde ich höhere Bedürfnisse haben. Ja, die ist ja auch schon fast voll, weil ich immer mehr Sachen bekomme, weil ich immer weiterkomme. Obwohl ich mich erstmal aufs Hausbauen konzentriere. Ich könnte natürlich diese ganzen Steine jetzt auch verkaufen. Oh, okay, kaputt. Mal gucken, wie viele ich daraus bekomme. Oh, das ist natürlich viel. Stack und 20. So, dann werde ich mich erstmal hier den Weg ein bisschen besser machen. Deswegen ein bisschen unsicher. So, Plattform wird immer größer. So, ich weiß gar nicht, kann man das später. Nee, ich bin auf dem Server, kann ich das nicht als Download darstellen, oder? Uch, die 4. Und 2 davon. So, los geht's. Das baue ich ab. Sammle ich wieder ein. In den letzten Folgen bin ich richtig produktiv. Also da habe ich so richtig viel gemacht. Aber nach der Folge werde ich wahrscheinlich nur noch eine machen und dann erstmal aufhören hier aufzunehmen, weil ich bin nicht müde. Und dann lege ich mich erstmal wieder ins Bett. Bett, Bett. Schöne Wolkenweide. So. Und so. Ich weiß nicht, ob ich das als Download darstellen kann. Weil es ist ja auf dem Server. Wir können das, wenn dann, nachbauen oder so. Aber das macht sowieso niemand. Das sieht komisch aus. Wieso? Wieso ist das so? Hä? Oh, das sieht eigentlich ganz geil aus. Das werde ich bei den anderen Seiten auch machen. Durch einen Zufall. Oh. Ja, schön, ist gespeichert. So. Und hier auch. Dann habe ich die Steintreppen auch erstmal verwertet und dann kann ich hier hinten auch ein bisschen größer bauen, weil das ist echt gefährlich, wenn man hier lang läuft. So, und da hinten noch. So. Zack, 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 zack. Also zack, zack. Mann, ich weiß überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Ich bin manchmal so konzentriert, wenn ich irgendwas mache. Oh, mir ist gerade ein Thema reingefallen. Aber über das will ich nicht sprechen, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Also, ich habe diese Folge halt durchgefohlen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vielleicht ein Abo, lasst vielleicht ein Abo da. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.